Dass die Gitt-Brüder aus Australien stammen, wissen die meisten gar nicht mehr. Fühlen sie sich denn eigentlich noch wie Ossis? Man nannte uns Pommies, Sträflinge von Mutter England. Aber schließlich sind ja alle Australier irgendwie ehemalige Sträflinge. Unsere Popmusik ist nicht nur für Jugendliche, sondern für ein breites Publikum bestimmt. Wenn das auch junge Leute einschließt, ist das wunderbar. Aber wir gehen nicht nur die Einbahnstraße Richtung Tanzmusik. Erfolg bringt dein Leben völlig durcheinander. Alle Leute verhalten sich dir gegenüber anders und man muss in diese Situation hineinwachsen, sonst zerbricht man daran. Fernab von Hollywood führen wir ein relativ normales Leben. Selbst beim Einkaufen um die Ecke werden wir nicht begafft. Ihren Sound sehen die Bee Gees als Markenzeichen. Kein Vergleich ist ihnen zu hoch gegriffen. Wir wollten immer so sein wie die Beatles. Heute ist es viel schwerer, einen unverwechselbaren Sound zu entwickeln. Früher gab es wenige große Trends. Heute gibt es viele verschiedene Stile. Wer damals nicht in den Trend passte, war out. Es gibt nichts, was mit dem Gefühl vergleichbar wäre, auf der Bühne zu stehen. Erst das Publikum macht dich groß. Aber man darf nie vergessen, wo man herkommt. Schließlich hat auch die australische Clubszene ihren Teil zum Erfolg der Gitt-Brüder beigetragen. Ohne Clubs gäbe es heute vermutlich gar keine Bee Gees. Wir haben in Australien oft in kleinen, schäbigen Clubs gespielt. Das war in den frühen 60er Jahren. Meistens spielten wir dort für heimgekehrte Soldaten und alte Tanten. Außerdem haben die Leute ziemlich viel getrunken. Ohne australische Clubs wären wir nicht schon als Kinder so verdorben worden. It was like a mini Las Vegas. It's the only way to describe it. We were kids. We were in the single digits.